Tag, Leute, und dann kommen wir zum nächsten Spieltag gegen Chievo Verona. Und mal sehen, wie es heute ausgeht. Wir sind ja nicht so in einen überragenden Lauf, könnte man sagen. Sagen wir auch einfach so. Wir sind auf der in der Tabelle 7. mit 28 Punkten. Ich glaube, von der Woche aufgenommen das letzte Mal. Und Chievo Verona hat die erste Möglichkeit, eine 100%ige in der 4. Minute nach einem Livenzi-Angriff hat Alberto Paloschi eigentlich freie Bahn, doch dieser kommt in Straucheln und die Chance ist vertan. Okay, also haben wir ein Riesenglück in der 4. Minute. Verona kann hier nicht kontern und Chivirun hat damit seit 400 Minuten kein Tor mehr. Jetzt hier knifflige Entscheidung in Verona und mal sehen, was passiert. Paliso ist da auf dem Weg im Strafraum, wird von Cesar hart angegangen. Teilweise dürfte die Aktion vor und teilweise auf der Strafe gewesen sein. Schiedsrichter hat die Pfeife im Mund. Strafstoß, 11 Meter für uns. Und mal sehen, ob wir den reinmachen oder ob wir den daneben ballern. Also wir nicht, sondern unser... Ich weiß nicht, wer den schießt. Wer schießt den denn? Wer schießt den 11 Meter? Okay, der Gefaute, man sagte eigentlich, der Gefaute sollte den Elfmeter nicht schießen. Was passiert? Langer Anlauf von außerhalb des Strafraums, sicher mit dem Spann in die rechte Ecke des Tores. Super Ding. Der trifft er zum ersten Mal. Palico oder Paliso. Ja, das könnte so weitergehen, ne? Also 1-0 gefällt mir. Chievo Verona hatte die erste Möglichkeit, es war eine 100%ige und jetzt steht hier jemand im Abseits. Doch dieser steht im Abseits. Okay, Paloschi. Und ja, die Fans, die sind natürlich sauer, weil der Schiri gepfiffen hat. Und die nächste Möglichkeit, also eigentlich die erste für uns. Obi hat auf der rechten Seite freie Bahn und keine Flanken. Das ist nicht seine Stärke, ne? Giovanni Lonero kommt frei, steht zum Abschluss von Francesco Bardi. Pariert unser ausgeliehener Torwart. Der konnte den Elfmeter nicht hindern. Hält jetzt aber hier super. Also, ja, unsere Mannschaft kommt jetzt langsam ins Spiel. Hoffe ich's mal. Okay, wir hatten eigentlich nur eine Aktion. Das Spiel ist sehr, sehr fade, also ist wirklich, boah, ey. Das ist ja ein schlechtestes Spiel ever von uns. Buh. Also da würde ich ja lieber als Fan wieder gehen, wenn ich mir so ein Spiel angucken müsste. Hernandez jetzt die Ecke von rechts. Mardi fucket nicht lang, geht entschlossen zum Ball, fängt eine Ecke von Hernandez sicher ab. Also da will der jemand sich beweisen. Mit einer 2,5 kann er das bis jetzt. Die zweite Ecke im Spiel und wieder Hernandez zirkelt einen Eckball von der rechten Seite mit viele Fehlen in den 5 Meter. Dort setzt sich Paliso im Duell mit Alessandro Gaberini durch, aber er kann den Ball nicht richtig drücken und klar drüber. Francesco Bardi hebt die Hand. Und jetzt Chievo Verona mit der letzten Möglichkeit, vielleicht in der Halbzeit, also vor der Halbzeit. Brigagi schlägt den Ball flach nach innen, aber Handanovic ist äußerst aufmerksam und sichert den Ball rechtzeitig vor Riccardo Migroni. Der Ball kam auch etwas zu nah vor das Tor. Okay, also wenn ich das Spiel hier so angucke, würde ich mal sagen, eigentlich mehr ausgeglichen das Spiel. Kaum Torchancen. Langeweile pur. Pur, natürlich. Abwehr super Leistungen, ist aber auch klar, wenn man hinten nur was machen muss. Also vorne, da spielen wir einen Mauk, aber wir haben ja auch nicht mal unseren Mauro Icardi vorne. Das kann man ja dann auch verstehen. Wir haben hier nur Giovanni Lonero. Den motivieren wir auch mal gleich. Dodo braucht Frische, genau wie Vidic und Jonathan. Halbzeitansprache. Ich sag mal, das sieht gut aus. Ich will jetzt hier nichts Großes sagen, ne? Wir gucken jetzt hier.
Könnten wir einen bringen? Nee, die Frische, die geht. Die ist nicht perfekt, sie geht. Es läuft schon. Es läuft bei dir. So, nach einem Ballgewinn von Nakatomo im Mittelfeld geht es bei Inter Mailand schnell. Palisso macht in aussichtsreiche Schussposition einen Haken zu viel und sein Schuss wird abgeblockt. Und jetzt Schivo Verona. Machen sie jetzt den Ausgleich. Hundertprozentige schon wieder. Frey flankt von der rechten. Nee, flankt vor das Tor, wo sich Willich völlig verschätzt und am Ball vorbeispringen. Unbedrängt schafft es Paluschu nicht, den Ball aufs Tor zu köpfen. Oh, oh, oh. Willich mit dem Bock des Jahrhunderts, ne? Und jetzt der Freistoß von Paliso. Freistoß. Rechts, der Ball kommt aber zu flach und zu ungenau. Die Mussis, Foltani, wehren problemlos ab. Mussi, Alter, was ist das für ein Name? So. Lazrevic liegt am Strafraum für Butter auf und der zieht sofort ab. Doch Hananovic mit ist schnell unten und hält die Kugel sicher im Nachfassen. Schöne Aktion von Handanovic. Der will jetzt auch mal seinen gegenüberen jüngeren Torwart mal zeigen, dass er es auch noch drauf hat. Ne? Weil Bardi hat jetzt ja auch eine 3. Kriegt aber auch nicht viele Chancen. Ne? Wir haben kaum Chancen. Wir lassen Schivo Verona den Ball. Hoffe ich, glaube ich. Könnt ihr mal die Statistik gucken. Ne, wir haben Ball. Wir spielen den hier einfach hin und her. Ganz locker. Also so kann man auch Fußball spielen, ne? So hat es ja Montino, heißt der Montino, beigebracht bei Inter. Und jetzt Schivo Verona mit der nächsten gute Möglichkeit. Cesar öffnet aus der eigenen Hälfte mit einem weiten Pass auf Lazarevic. Der zieht von der linken Seite nach innen und legt dann und Palischow auf der aus 20 Metern mit dem Außenriss unhaltbar einschiebt mit dem Außenriss aus 20 Metern. Erbärmlich, Mannschaft, erbärmlich. Geht drauf. Also wenn wir gegen den 19. nicht gewinnen, der bis jetzt nur 7 Tore geschossen hat in der ganzen Saison, dann ist das beinig. Jonathan fällt eine scharfe Eingabe von Biragi in höchster Not per Kopf über das eigene Tor. Okay. Solange es der Eckball hier kein Gegentor führt, der Cristiano Biragi hat die erste Ecke für die Hausherrin. Bringt die Kugel von der rechten Seite hinein. Bringen den Ball nicht weg. Ruben Alejandro Botta flankt scharf auf Alberto Paluschi. Doch dessen Kopfball verfehlt das Tor nur knapp. Jetzt haben sie die nächste. Jetzt gefällt es mir nicht. Giovanni Lonero wieder kein gutes Spiel raus. Mateo Kovacic. Und mal gucken. Nakatomo Konda vielleicht. Nee, können wir nicht. Also ich würde sagen, lass mal erstmal weiterlaufen. Wir haben eigentlich mal einen Stürmer, den wir bringen könnten. Walter Birsa kommt jetzt. Da sehen wir unseren Wechsel. Mateo Kovacic für Giovanni Lonero. Der heute nicht so überragend ist. Der hat schon besseren Fußball gezeigt. Aber hoffentlich dreht Schivo Verona das Spiel jetzt hier nicht komplett. Weil dann klicke ich einen Raster, dass die Mannschaft sich so ausspielen lässt. Es würde mich nicht verstehen, ne? Und wir sehen, Dario, dann Dainel. Dainel. Dario Dainel. Also das ist ein schöner Name. In der 73. Minute. Jetzt haben wir mal eine Möglichkeit. Oh, ein Wunder geschieht. Eine hundertprozentige schießen wir jetzt das Vereintreffer. Ein wunderbarer Treffer von Mateo Kovacic, der Ball etwa 18 Meter vor dem Tor bekommt, sofort schießt, der Ball passt genau unten in die linke Ecke, keine Chance für Francesco Bardi und Mateo Kovacic mit dem 7. Saisontreffer, also besser kann es nicht laufen und jetzt geht aber Hernandez vom Platz, Verletzung, kann nicht mehr weiterspielen, blöde Aktion, dass es jetzt
Hernandez erwischt. Der braucht einfach mal eine Pause und tut jetzt so, ob er verletzt ist. Nein, natürlich nicht. Der ist bestimmt verletzt. So, bringen wir mal Kuzmanovic. Der kann ja Fußball spielen. So, dann gehen wir mal weiter. Also bis jetzt würde ich keinen weiteren Wechsel machen. Die Mannschaft steht super. Hoffe ich mal. Also, weil ich das gerade eben gesagt habe, kriegen wir jetzt ein Gegentor. Ich rieche da schon. Riecht das lecker. Chivo Verona, ne? Da kriegen wir sie jetzt. Maxi Lopez liegt am Strafraum zu Alberto Paloschi zurück. Dessen Fernschuss aber kein Problem für Samuel Handanovic darstellt. Okay, also jetzt haben wir noch 10 Minuten und die müssten wir doch eigentlich auch über die Linie oder über die Zeit kriegen. Nehmen wir auch mal gleich Zeitspiel rein, wenn ich schon über Zeit rede. Oh, ist schon die 81. Minute. Wir wissen immer dasselbe, die letzten 10 Minuten. Ein Spieler liegt am Boden. Fairplay, der wird ins Ausgespielt. Jetzt haben wir noch mal eine Möglichkeit. Das kennen wir. Mvila passt auf Kuzmanovic, der von der linken Seite sofort auf Mateo Kovac weiterleitet. Dieser überwindet Keeper Francesco Badi, doch der befand sich zuvor im Abseits, sodass das Tor nicht zählt. So einfach ist Fußball. Eigentlich, also von den Noten her, sagt das Spiel nicht aus, wie es eigentlich war, sondern schlecht, ne? So quasi wünscht sich nach einem kleinen Foul erstmal die Betreuer auf das Feld, Gizio Roberto Ambrosio, und macht ihm zwar klar, dass er seine Schauspielerei einstellen könne, aber dennoch kostet das alles wertvolle Sekunden. Jetzt die letzten 120 Sekunden, da ist es vorbei. Ein gutes Spiel mit vielen Torszenen und wir gehen einfach mal weiter, weil ich probiere jetzt Inter Mailand nicht groß zu machen, weil ich finde, BV Kloppenburg hat es mehr im Vordergrund bei mir jetzt zurzeit, weil wir aufgestiegen sind und weil die Mannschaft mir einfach, da habe ich einfach zurzeit mehr Bock drauf, deswegen will ich die Folgen hier nicht so lang ziehen. Und Jan Schlögel, was ist City XXL? Ne, das ist eine gute Frage, kenne ich überhaupt nicht. So, wir gehen mal hier durch, wir sehen Statistik, wir haben fast 3000 Zuschauer sind gekommen. Schüsse hatten wir 3 aufs Tor, 5 schon. Wir gehen einfach mal in die Ergebnisse, laber ich nicht auf den heißen Brei, wir gehen mal die Ergebnisse durch. FC Parma verliert gegen Sampdoria Genua, Udinese Calcio gewinnt wieder mal gegen Hellas Verona und damit sind sie weiter aus dem Abstiegskampf raus. Wir sehen SSC Neapel gewinnt gegen AS Rom locker 3-0. Wir sehen Sassuolo 1-1 gegen FC Turin. Lazio Rom verliert gegen AC Mailand. Und wir sehen auch FC Genua gewinnt gegen AC Senna. Wir sehen unseren Spiel. Wir sehen Florenz nur unentschieden gegen Calcio. FC Empoli verliert 1-3 gegen US Palermo. Und wir sehen Atalanta Bergamo verliert 0-6 zu Hause. What the fuck, Juventus Turin schießt Atalanta Bergamo 0-6 zu Hause ab. Was für ein Spiel. Jetzt sind wir aber auch wieder dran. Es sind nur 6 Punkte auf den ersten. Also ich würde mal sagen, es ist nicht schlecht die Saison bis jetzt. Und das können wir noch schaffen, da vorne mitzuspielen. Wir gucken uns mal schnell die Stimmen an. Unser Gegner stand noch mehr mit dem Rücken zur Wand als wir und hatten sehr wenig Selbstvertrauen. Wir haben es verpasst, das Spiel früh zu entscheiden. Unter Strich zählt aber nur der Sieg. Wir werden jetzt versuchen, uns auch spielerisch weiter zu verbessern. So, der Trainer von Chivo Verona, wir werden nicht am Boden bleiben, die Ärmel aufkrempeln und dann das nächste Heimspiel wieder gewinnen. Okay, Spielerstatistik. Wir sehen André Pirlo, da sehen wir Sami Handanovic, Dodo ist auch wieder dabei. Super Spiel gemacht, ne? Aber wir kriegen ja super Spieler für uns. Wir sehen die Leistungen. Wären wir auf Platz 5 die ganze Saison? Heute war es eine 3. Waren aber nicht so viele Spiele, auch wenn Juventus Turin gewinnt 6-0 und hat nun einen Durchschnitt von 2,91. Also haben sie irgendwas falsch gemacht. Also das geht ja überhaupt nicht. Wir sehen Mauri Kadi noch da vorne, Michu mit 12 Toren. Mateo Kovacic mit einem sehr wichtigen Treffer, einfach mal aus der Distanz direkt am Name. Hört sich an wie James Rodriguez.
So gehen wir Fair Play. Wir haben immer noch, wir haben eine rote Karte. Singuani noch eine Woche. Mauricardi 4 Tage. Hernandez, Oswald. Also da sind einige Spieler verletzt. Wir gehen aber trotzdem weiter. Machen es schnell. Sind schon fast 15 Minuten. Ich muss speilen. Nee. Natürlich Preußen Münster holt sich einen Spieler. Was ist das? Keine Ahnung. Ist da irgendein großer Spieler bei? Nee. Radoslav, ist das nicht dieser Ex-Mainzer? Ja. Sabavnik. Ne, ja, Ex-Mainzer, Ex-Sandhausen-Spieler. Ne, müsste doch sein. Sandhausen hat er gespielt, aber war zu oft verletzt und konnte sich dann nicht durchbeißen, weil der, wie heißt der? Ich komme nicht auf den Namen. Danilo verlängert Zeitvertrag. Okay. Jugendspieler Danilo Ambrosio. Den nehmen wir mal. Giovanni Lonier sucht Gespräch. Habe versucht, ihre Differenz zu beseitigen. Das Gespräch hat aber nichts gebracht. Scouting kehrt zurück. Geraldes Jugendspieler kommt zu ihnen. Viktor Holm. Schwede. Scheint ein super Talent zu sein. Innenverteidiger. 4 Sterne. Damit kann man was anfangen, ne? Wir haben einige super Talente. Wer will, der kann gerne einen Kommentar da lassen. Und dann bekommt er diesen Jugendspieler. Als Name, nur Namen. Vorname und Nachname. Mendel erreicht Trainingsziel. Es war doch genau Innenverteidiger. Super Aktion. Er kann jetzt Innenverteidiger hundertprozentig. Hat das eingespielt. Schöner. Schön. Und er spielt auch als Innenverteidiger viel besser, ne? Das sieht man sofort. Also das kann er. So, Danilo verlängert seinen Vertrag, der Rechtsverteidiger. Wir haben einen guten. Mannschaft der Wache. Dodo und Handanovic. Hernandez fällt für 8 Tage aus. Okay. Also wir haben einige verletzt. Alter Schwede, ey. Hernandez jetzt raus. Wer kommt da erstmal rein? Danilo Ambrosio. Kuzmanovic kommt mit. Wir sehen Nagatomo, Ubi. Heute spielt, wo ist er? Kovacovic für Giovanni Lonero. Das hat mir nicht gefallen. So, Jugendmannschaft. Keinen Vertrag, okay. So, ich würde mal sagen, als Innenverteidiger mit 4 Sternen muss man auch spielen. Muss aufgestellt werden. So, geben wir mal in die A-Jugend und den Jan Schlögge mal nochmal probieren. Vertragsverhandlungen. Du kriegst hier deine 2 Millionen, vielleicht kommst du dann mal. Erste Mannschaft, 2 Jahre. Mal sehen, ob er jetzt kommt. 71 ist so stark. Also der würde uns helfen. Wir sehen aber auch Dodo eine 74. Der hat sich auch extrem verbessert, ne? Der war doch vorher irgendwas mit 1 Million wert. Jetzt 1,9 und jetzt ist er 2,9 Millionen wert. Also der. Es ist aber trotzdem noch schwer für den neuen. Wie heißt der? Unser. Komme ich auf den Namen. Der von Porto. Ne, nicht Danilo, sondern wie heißt der? Alexis Sandro oder Sandro Alexis, keine Ahnung. So, wo ist er denn? So, Transfer, nee, Verträge. Zukünftige Wechsel, da ist er, Alexandro oder Alexandro. Gervinho, also Podolski, der kommt ja auch langsam in Fahrt wieder. Klose, Savic und Niklas Süle, also den werden wir, probieren wir dann gleich wieder auszuleihen. Zum anderen Vereinen. Assistenten mal hier durch rauschen lassen. Dann gehen wir mal weiter. Dann kommt das nächste UEFA Europa League Spiel. Wir sehen, das habe ich ja letztens eingeschaltet. Habe ich gedacht, das Champions League kann man sich dann auch angucken. Ne? Wir sehen FC Bayern der Gruppe mit FC Liverpool, LOC, Lille, FC Villa komplett abgeschlagen. Lille ist noch in der Europa League. So, Barcelona, Olympique Pareros,
Und die Schaffensweise, das direkte Duell gegen Rom wie hoch gewonnen haben? 4-1 und dann ja, locker gewonnen. Wenn man sich dann so abschießen lässt gegen andere Vereine, wenn man gegen Barcelona gewinnt, hätte man das gegen die Griechen auch gewinnen können. Haben sie nicht, sind jetzt also in der Europa League. Da haben wir noch so viele Italiener, sind da auch einige italienische Vereine weiter. Wir sehen Atletico Madrid und Chelsea sind weiter. Danach kommt Ajax. Ajax natürlich, nicht all. 9 Punkte ist auch in der Europa League. Wir sehen hier Gruppe D, Paris Saint-Germain mit 16 Punkten locker weiter. Dann kommt Neapel, super, dass eine Mannschaft es bis jetzt geschafft hat. Wir sehen City, Benfica Lissabon, ZSKA Moskau und FC Basel abgeschlagen. Die haben ja heute gegen FC Porto gespielt, 1-1 durch einen falschen Handelfmeter. So, City, Benfica und in der Euroleague kommen ZSKA Moskau, Arsenal hier noch vor Dortmund und dann kommen Donetsk, die ja gegen Bayern 0-0 gespielt hatten. So, wir sehen Leverkusen als erstes, dann kommt Juventus Turin, die zweite dänische Mannschaft. Schön. Istanbul dann in der Europa League. Wir sehen Celtic hat es vor Schalke geschafft, das finde ich schön. Gönnst du einfach, ne? Schalke hat ja heute gegen Madrid gespielt. Und ich fand es zwar nicht schlecht, auch wenn sie 2-0 verloren haben. Der Felix Platte, wenn der sich so weiterentwickelt, dann wird er noch ein ganz großer deutscher Stürmer. Also wenn irgendjemand sagen will, wir haben keine deutschen Talente, die werden einfach nicht gefordert. Punkt, aus, fertig. Ist doch so, ne? Wenn du siehst, dass so eine Mannschaft mit Felix Platte, das ist sein erstes Champions League gegen Real Madrid, der probiert es immer wieder mit Übersteiger, der probiert es einfach mal und hat nicht die Hose voll. Ne? Oh. Jan Schlögge wurde bisher bei der folgenden Fähigkeit um 10 Punkte zu schlecht eingestuft. Defensives Stellungsspiel. Boah, 85 hat er jetzt. Der geht da ab, Alter, wie Schwitzkatze. Mauri Kadi ist wieder fit, schön. So, der kommt auf jeden Fall für René Grini. So, dann haben wir einen Stürmer, haben wir einen defensiven Mittelfeldspieler. Sonst haben wir nichts mehr, sonst alles verletzt. Zweite Mannschaft, so Assistenten nochmal durch und dann würde ich mal in die Taktik gehen. Teamvergleich. So, Mandané, der wird auf jeden Fall gedeckt, der die meisten Tore geschossen hat. Dann kommen wir auf jeden Fall über die rechte Seite. Dodo nimmt sich hier den Bouvet. Keine Ahnung, ey. Das sind französische Namen, die ich nichts ausspreche in der Französisch. Wir gehen auch über die rechte Seite. So. Jonathan eine 84 bloß. Genau wie ein Vidic. Habt heute Juan José. Dodo hat eigentlich hat nur eine 80. Also dann müssen wir heute Danilo Ambrosio spielen lassen. Weil das geht einfach nicht, der hat nur eine 80, der ist fertig. Und Andreoli kommt heute mit. So, Jonathan müssen wir spielen lassen, wir haben einen starken Rechtsverteidiger. Nicht Mende, ich wollte den, Osa Nakatomo wollte ich da spielen lassen. Mende so. Und Jonathan dafür kommen. Und dafür kommt Kuzmanovic auf links. So, also das ist schön, wenn Spieler so viele Positionen haben. Dann kannst du sie überall einstellen. Und da würde ich einfach mal sagen, bis dann, haut rein. Euer Berliner LP. Ciao.